Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Gate 17 Spirit Guide Contact am einfachsten und effektivsten für dich nutzt und die Kommunikation zwischen dir und deinem Geistführer aufbaust und das Band zwischen euch stärkst. Hi, so, jetzt geht's los. Spirit Guide Contact, das ist online und in diesem Video zeige ich dir einfach, wie du es am besten nutzen kannst. Ich empfehle dir, dass du bevor du Gate 17 hörst, Gate 16 trainierst. Ja? Vor allem Part 1 Breakthrough, weil im Breakthrough gehen wir sozusagen durch den Tunnel. Ja? Wir gehen durch den Tunnel von Jetzt-Zustand über das letzte Jahr, über das. Also ich habe es hier stehen, was ist über emotionale Situationen. Da gibt es ja noch ein eigenes Video zum Thema Breakthrough. Also Breakthrough ist ein hypnotischer Zustand, wo du durch die Vergangenheit, also in die Vergangenheit, geht es wie bei einer Nahtoderfahrung, wo du dann dein Leben, was war letztes Monat emotional für dich, du gehst in die Situation rein, nimmst die Emotionen, dann gehst du, was war in den letzten Jahren, was war in den letzten 5 Jahren, in den letzten 10 Jahren, was war in deiner Jugend, Kindheit, Kleinkind, Baby, Mutterleib. Und dass du sozusagen, weil wir Menschen sind alle wie so eine Samen und der Körper und das Bewusstsein war ja nicht da und diese Blume ist dann immer gewachsen, also unser Körper ist dann erst entstanden. Das heißt aber, wir waren noch dieser Samen, bevor wir in diesen Körper gegangen sind und das ist ein eigener Bewusstseinszustand. Und dieser Zustand hat eine Verbindung zur geistigen Welt und mit Breakthrough machen wir, wie der Name schon sagt, diese Breakthrough-Erfahrung, wo wir zurückgehen in diesen Zustand, wo wir die Wahrheit, die wir glauben zu sein, durchbrechen. Und dann aus diesem Zustand heraus, diese Verbindung mit diesem Alleinsein und mit diesem Zustand, dass wir das sind, dass wir alles sind, dass wir diese Samen sind und nicht der Körper sind, und wo wir auch diese Verbindung haben zu diesen Informationen aus der Akasha Chronicles, darum ist ja auch Akasha Chronicles davor, dass wir einfach lernen, schnell in diesen Zustand von Akasha hineinzukommen, diese Verbindung zum Informations-, zum globalen oder nicht nur globalen, sondern kosmischen Informationsdatenbank erhalten, aufzubauen und dann das Codewort Bridge verankern. Also die Visualisierung ist immer, dass du auf der Brücke stehst und vor dir ist diese Nebelwand und Bridge führt dich instant zu diesem Zustand hinein und dann stellst du nur noch vor, wie du durch diesen Nebel durchgehst. Und wenn du dann durchgehst, dann hast du sozusagen, kannst du frühere Leben betrachten und so weiter oder wie in dem Fall direkt Kontakt zum Geistführer herstellen. Diese Methode, du fragst dich vielleicht, oh, ich kann ja auch Past Life Regression machen und dann durch den Nebelwand gehen und mir den Geistführer herholen, funktioniert tatsächlich. Was aber hier anders ist, weil du es ja für dich selbst machst, ist, dass du angeleitet bist, ja, dass du bringst das Ganze rein. Du verankerst speziell durch das Codewort Guide den Zustand, dass dein Geistführer da ist, dass dieses Band da ist und gleichzeitig leite ich dich an, wie du mit dem Geistführer reden sollst, wie du die Kommunikation mit ihm hast. Also ich stelle Fragen wie, wo bist du, was siehst du, wie fühlst du dich, blicke nach unten, welche Schuhe hast du an, kannst du deinen Geistführer sehen, in welchen Gestalt zeigt es sich. Du fragst ihn dann Fragen wie, also ich leite dich natürlich dann an, wie kannst du am besten mit ihm kommunizieren, an welchen Zeichen merkst du, dass er es ist, wie heißt er, was ist jetzt wichtig für dich zu wissen, und dann gebe ich dir noch Zeit, wo du selber Fragen stellen kannst und dann hast du eine längere Pause, ne? Und du kannst ihn am Schluss dann auch bitten, dass er deine physische Hand berührt und vielleicht spürst du auch etwas, ne? Und dann wird das danach sozusagen verankert mit dem Codewort Guide. Also du kannst später eine normale Meditation mit der Kopplung Bridge und dann Guide. Du stellst dann vor, du gehst durch den Bridge, du gehst dann durch den Nebel durch und dann sagst du mehrmals das Codewort Guide und auf einmal ist die Präsenz von dem Geistführer schon da. Und später, wenn du es gut geübt hast, dann kannst du einfach in der normalen Meditation die Augen zu machen, du sagst Guide und du spürst schon die Verbindung. Also wenn du ein Telefon nimmst und du rufst deinen Geistführer an, auf einmal spürst du die Verbindung, auf einmal kriegst du schon Informationen rein, Intuition oder du hörst, wie er mit dir telefoniert oder so über Telepathie. Das wird sehr, sehr intensiv für manche. Ne? So funktioniert das. Du kannst Spirit Guide Contact hören, so oft du willst. Ich empfehle dir entweder, höre Breakthrough, also Gate 16 Breakthrough Part 1. Du kannst instant danach, dauert aber 90 Minuten, direkt dann Gate 17 hören, Spirit Guide Contact. Oder du trainierst Part 1
Und dann lässt du dir ein bisschen Zeit, so ein paar Minuten, so eine halbe Stunde oder 10 Minuten, wie lange du immer willst. Und danach hörst du das eine. Ja. Oder du trainierst überhaupt das Codewort Bridge und danach hörst du einfach, wann du willst, G17 Spirit Guide Contact. Ja. Und wenn du das gut geübt hast, dann kannst du einfach mit deinen Codewörtern, mit der Visualisierung in deine normalen Meditation damit arbeiten und dann brauchst du sozusagen das Ganze nicht mehr, weil du dieses Band gestärkt hast und die Kommunikation aufgebaut hast. Also dann ganz nach deinen eigenen Rules. In dem Sinne viel Freude damit und gib mir Bescheid, wenn du Erfahrungen gemacht hast, schreib es mir in den Kommentaren rein oder im Shop als Rezension. In dem Sinne bis bald und viel Freude mit Gate 17 Spirit Guide Content.